يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Hier werden vier Befehle genannt. Vier Befehle. Wo ihr die Iman habt, seid geduldig. اصبروا, habt Sabr. Und dann kommt nochmal das Wort Sabr, nur ein bisschen verändert. Ihr hört das vielleicht. اصبروا, صابروا. Hört ihr die Ähnlichkeit? Eine Ähnlichkeit im Wortstamm zieht auch immer eine Ähnlichkeit in der grundlegenden Bedeutung mit sich. Das ist in der deutschen Sprache auch ähnlich, wenn ich sage, beispielsweise, wenn ich sage, Bäcker, Backen, Backware, es hat immer etwas Gemeinsames, richtig? Und auch hier ist Biru wa Sabiru. Wo ist aber der Unterschied? Er sagt in der Übersetzung, seid geduldig, isbiru, das ist die Übersetzung von isbiru. Dann, wasabiru, wetteifert in Geduld. Dieses Schema, das Schema des Verbes sabiru ist fa'ala, yufa'il, mufa'ala. Al-mufa'ala steht immer wenn, für Handlungen, in denen zwei Menschen oder zwei Personen irgendwie miteinander in Konflikt stehen und man versucht den einen zu überwältigen. Wie zum Beispiel, wenn wir sagen, qatala yuqatilu. Was heißt qatala yuqatilu? Es gibt einmal das Verb qatala yaqtulu, was töten heißt. Und dann gibt es einmal qatala yuqatilu. Qatala yuqatilu bedeutet, wenn zwei oder mehrere Personen in einem Kampf miteinander verstrickt sind und jeder versucht, den anderen darin zu besiegen. Und hier haben wir genau das gleiche Schema. Sabara yusabiru, sabiru. Das heißt, Allah Ta'ala sagt, seid nicht nur geduldig, sondern versucht auch die anderen in der Geduld zu übertreffen. Das heißt, sind sie 50% geduldig, dann überbietet sie mit 60%. Ihr sollt immer geduldiger sein, als ihr übertrefft sie in eurer Standhaftigkeit. Übrigens, das Wort qatala yuqatil, habe ich ja eben gesagt, bedeutet nicht unbedingt töten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in dem Hadith, in den Sahihain, er sagte, wenn jemand vor dem Betenden vorbeilaufen möchte, wenn irgendjemand vor dem Betenden vorbeilaufen will, was soll man machen? فَلْيُقَاتِلْهُ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان. Was heißt فَلْيُقَاتِلْهُ hier? Er soll ihn töten? Bekämpfen, was heißt bekämpfen? Darf man ihn töten? Er darf nicht getötet werden. Das heißt, das Wort qatala yuqatilu bedeutet nicht unbedingt töten, sondern das kann heißen abhalten, ihn von sich fernhalten und derartiges. Das betrifft aber übrigens nur jemanden, der keine Sutra hat. Die Sutra ist dieses Ding, was man vor sich hinstellt oder irgendein Gegenstand, vor dem man betet. Und er versucht, zwischen dir und dieser Sutra zu laufen. Oder jemand, der keine Sutra hat, und jemand versucht, direkt vor ihm, direkt unmittelbar vor ihm, vorbeizulaufen. Was heißt unmittelbar vor ihm? Von dir bis zum Bereich deiner Niederwerfung. Alles darüber, da muss man nicht Vorsichtsmaßnahmen. Aber manchmal in den Moscheen sieht man, die Leute machen einen Bogen von 10 Kilometern, und manche bleiben einfach stehen, weil er denkt, alles jetzt. Beispielsweise der Musalli, der Betende, steht hier und die nächste Wand ist hier und da sind 10 Meter zwischen ihm und der Wand. Und er bleibt jetzt hier einfach stehen, weil eben die Person vor ihm sozusagen betet. Das ist natürlich nicht notwendig und das ist schon ein bisschen zu viel, zu übertrieben. Baina yaday al-Musalli heißt ja direkt unmittelbar vor dem Betenden. Also Allah Ta'ala sagt hier, isbiru wa sabiru, seid geduldig und übertrefft die anderen in der Geduld. Warabitu, was heißt rabitu? Für gewöhnlich, wenn man das Wort al-ribat übersetzt, wir verstehen heute für gewöhnlich darunter den Grenzschutz. Al-ribat, der Grenzschutz, das heißt die Grenzen zu bewachen. Abu Salama radiallahu anhu sagte aber, er sagte, in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gab es das nicht.
Es gab diesen Ribat in diesem Sinne nicht. Und er sagte, innama huwa intidaru salati ba'da salat. Er sagte, Ribat hier in dem Vers ist das Warten auf das Gebet. Also wenn man ein Gebet gebetet hat, zu warten auf das nächste Gebet in der Masjid, das nennt man Ribat. Aber wenn es das ist oder der Grenzschutz, beides erfordert geistliche Überwindung. Geistliche Überwindung, sowohl das Sitzen in der Moschee, der längere Aufenthalt in der Moschee erfordert eine geistige Überwindung. Und ebenfalls der Grenzschutz erfordert geistige Überwindung. Man muss seine Familie lassen, man muss seine Gepflogenheiten lassen, man muss seine Hobbys lassen. Man muss sein Hab und Gut lassen. Das erfordert Geduld. Und dann sagt Allah Ta'ala, Wattakullah. Und habt Taqwa vor Allah. Habt Taqwa vor Allah oder habt und fürchtet euch vor Allah. Und dieser Abschluss in diesem Vers, wie viele Sachen wurden jetzt genannt hier? Esbiru 1, Sabr. Wasabiru 2, Warabitu Nummer 3, Wattaqullah Nummer 4, La'allakum tuflihun, auf dass ihr erfolgreich seid. Der letzte Punkt hier, Wattaqullah, ist eigentlich der Faktor, der all die ersten drei Dinge ermöglicht. Die Furcht vor Allah Ta'ala ist eine der Haupttriebwerke des Menschen. Eine der Haupttriebwerke, die ihn dazu bringen, geduldig zu sein, geduldsam zu ertragen, was ihnen zustößt, geduldsam Unannehmlichkeiten, Ungemütlichkeiten, Überwindungen zu ertragen, diese drei hier genannten Dinge. Eines der Hauptfaktoren ist die Furcht. Also anscheinend, es scheint so, als ob dieser Vers mit diesem Begriff geschlossen wurde, um dir zu sagen, nachdem du diese drei Befehle gehört hast, du sollst geduldig sein, die Musabara und den Ribat, wie erfülle ich das? Weil das ist belastend. Der Taklif, jede Aufforderung, jeder Befehl, jedes Verbot in der Scharia nennt man Taklif. Was heißt Taklif? Taklif bedeutet eigentlich, wenn wir das übersetzen, bedeutet das einfach so viel wie Taklif bedeutet, wie soll ich sagen, es ist die Verantwortlichkeit eines mündigen Menschen für seine Taten und seine Aussagen. Im Sinne der Ausführung von Pflichten und dem sich Enthalten von Verboten. Aber das Wort Taklif bedeutet in der Sprache, kommt es von dem Begriff Kulfa. Al-Kulfa, Al-Mashaqqa, Schwierigkeit. Jeder Befehl und jedes Verbot bringt eine gewisse Schwierigkeit mit sich. Und insbesondere dann, wenn es keine äußere Instanz gibt, die dich kontrolliert. Eine äußere weltliche Instanz, die dich kontrolliert. Wer kontrolliert dich für das Einhalten deiner Gebete? Gibt es eine Polizei, die guckt, ob du gebetet hast? Das heißt, die ganze Last und der ganze Aufwand muss von dir selbst, von innen kommen. Nicht?